Das ist die Hedda und die besucht heute Ziegen. Und wie ihr seht, also die Hedda steht, ist entspannt, ist ruhig. Hedda! Komm! Wasser! Setzt sich hin und beobachtet. Also da gibt es kein Ja. Ich meine, sie ist natürlich auch an der Leine zur Sicherheit. So, und jetzt? Ihr seht, die Ziegen sind da auf Distanz. Und sie, jetzt hat sie sich ein Stück weiter weggelegt und spült. Aber sie reagiert nicht auf die Ziegen. Und genau das macht einen guten Therapiehund aus. Sie ist ruhig, sie ist entspannt, sie ist nicht ängstlich, aber sie jagt nicht, sie geht nicht hin. Sie beobachtet einmal die Situation und schaut, und da ist kein Zaun dazwischen. Wir setzen das Tier alles offen. Und sie liegt und beobachtet und frisst Gras und ist völlig in der Situation, ohne dass sie in irgendeiner Weise emotional überfordert ist, sondern sie ist, für sie ist es völlig normal, okay, da sind jetzt Ziegen. Und diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit, die ist für Therapiehunde wichtig. Und die Veranlagung ist bei ihr wirklich super da. Gell, bitte.